mein kleines Pony. Und die ganze Welt ist wunderbar. Wo noch Blumen stehen, da blühen jetzt Blumen. Und der Himmel ist klar. Mein kleines Pony, mein kleines Pony. Schau, der Frühling ist da. Euch scheint es aber wirklich gut zu gehen. Ja, mach auch mit. Ja, mach mit, mach mit. Wie wär's mit Fangen? Wollen wir? Was ist das Fangen? Ja, die gehört. Völlig unbekannt. Die gehört. Das ist ganz einfach. Ich bin jetzt dran. Ihr müsst weglaufen und ich versuche, euch zu kriegen. Hä? Wartet! Ihr kennt die Spielregeln doch noch gar nicht. Ich muss euch berühren und dann? Das muss ich euch doch alles noch genau erklären. Lass mir mal bitte aus der Sonne gehen, Fräulein. Oh. Weg da! Na los! Hä? Oh, das tut mir aber furchtbar leid. Entschuldigen Sie bitte. Ha! Ich wollte Ihnen wirklich nicht im Wege stehen. Kann ich Ihnen helfen? Oh nein, danke. Das hat mir gerade noch gefehlt. Davon muss man etwas verstehen. Aber wenn Sie fertig sind mit Ihrer Arbeit, könnten wir doch zusammen spielen. Was soll ich? Ich habe wirklich Wichtigeres zu tun, als mit dir alberne Spiele zu spielen. Schäumchen. Huch! Ach du! Was machst denn du gerade? Ich suche Seitenband oder war es Galaxia? So was Dummes. Jetzt habe ich sogar vergessen, wo der Anschlagbaum war. Spielt ihr etwa Verstecken? Oh, bitte lasst mich auch mitspielen. Aber natürlich. Wir fangen einfach nochmal von vorne an. Alle rauskommen! Süßholz möchte mitspielen. Sie sagt, sie sucht uns freiwillig. Hä? So hab ich das doch gar nicht gesagt. So hat Süßholz das aber nicht gesagt. Ich habe nicht daran gedacht, dass du meine Gedanken verstehen kannst. Eigentlich möchte ich viel lieber... Ist schon gut. Ich werde euch suchen. Also versteckt euch. Ich zähle jetzt bis 20 und dann komme ich. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ich komme, ob ihr weg seid oder nicht. Sie stehen mir ja schon wieder in der Sonne. Oh, weia. Vorhin standen Sie wenigstens noch auf den Eicheln, die ich sammle. Jetzt liegen Sie sogar darauf. Psst. Ich spiele ein Spiel und ich muss... Ein Spiel! Das nennen Sie ein Spiel! Das verstehen Sie nicht. Hallo, wer ist denn da? Hallo, jetzt werde ich wohl suchen müssen, stimmt's? Stimmt, genau. 18, 19, 20... Ich komme, ob ihr weg seid oder nicht. Ich höre irgendwas. Ah. Ah. Hä? Ich glaube, Versteckspielen ist für Erdponys nicht besonders geeignet. Leckermäulchen hat recht. Ich bin dafür nicht gut genug. Passt mal auf, wir ändern die Regeln. Keiner darf sich mehr unsichtbar machen, klar? Nein, lasst nur. Spielt ohne mich weiter. Ich will euch nichts verderben. Schubidu, schub, schubidu, schubidu, schub, schubidu. Willst du mit uns spielen? Mit euch spielen? Das wäre vielleicht wunderbar. Aber wie soll das gehen? Ich kann fast gar nicht schwimmen. Das macht fast gar nichts. Du kannst an Land bleiben. Los, bitte, Sandkörnchen. So ist es gut. Jetzt bist du dran, Wasserblümchen. Jetzt verstehe ich. Sie benutzt mich als Zielscheibe. Es tut mir leid, aber das ist nun wirklich kein Spiel für mich. Hier ist die Liste mit den Schätzen, die ihr finden müsst. Immer zu zweit. Und diejenigen, die mit den meisten Schätzen zurückkommen, haben gewonnen. Ihr habt Zeit bis Sonnenuntergang.
Ein violetter Kamm und eine Seemuschel. Die dürften ja nicht allzu schwer zu finden sein. Süßholz, willst du bei der Geierjagd mitmachen? Ich weiß nicht. Natürlich machst du mit. Wer braucht doch einen Partner? Phantom? Komm schon, los, du gehst jetzt mit mir. Annabelle, was bedeutet denn das, was hier steht? Etwas, das eins ist, selbst wenn es viele sind. Das klingt schon sehr unlogisch. Das wirst du bald verstehen. Mehr sage ich jetzt nicht dazu. Als nächstes auf der Liste steht eine Muschel. Lass mich die Muschel suchen. Ich habe bisher noch nicht ein einziges Stück gefunden. Gut, du kannst sie suchen, aber bitte beeile dich. Ich werde sie finden. Ich finde sie ganz bestimmt. Als Erste. Ist in Ordnung. Ich habe eine gefunden. Das nächste ist ein Buch im roten Umschlag. Wir werden es in der Bibliothek suchen. Ich kann nicht mit dir mithalten, Phantom. Mach allein weiter. Dann suchst du das Buch. Ich hole das nächste. Nein, ich halte dich nur auf. Mach es ohne mich. Es tut mir leid. Ich bin wirklich zu nichts zu gebrauchen. Es ist wohl besser, ich gehe nach Hause. Hilfe! Hilfe! Ja, Hilfe! Bitte Hilfe! Hilfe! Ja! Hilfe! Wie seid ihr denn da hochgekommen? Buschmollige haben Fangen gespielt. Tilly ist gekommen. Hat gefragt, ob helfen. Hilfe! Und sie sagt, wir können Drachen steigen lassen. Drachen steigen lassen, sagt sie. Haltet euch bloß gut fest. Passt auf, macht euch bereit, die Schnur loszulassen. Oh nein, ich kann euch nicht alle auf einmal fangen. Jetzt lasst ihr einer nach dem anderen die Schnur los. Hä? Einer nach dem anderen? Noch nie? Einer nach dem anderen? Nie gehört. Was ist das? Jetzt hab ich's. Rührt euch einen Moment lang nicht von der Stelle. Buschmollige rühren nirgendwo hin! Nein, rühren nie! Von jetzt an tut ihr alles, als wenn ihr nur einer wärt. Jawohl! Hui! Ja, ihr seid der große Schatz! Wir sind großer Schatz! Ja, wir sind großer Schatz! Ja, das sind wir, großer Schatz! Jawohl! Wir sind reich! Wir sind furchtbar reich! Wenn ihr mit mir kommt, können wir das Geierspiel gewinnen. Oh, die Sonne geht unter. Wir müssen uns vereinen. Gut, ihr habt alle Aufgaben gelöst. Bis auf das letzte große Rätsel. Wunderbar. Warte, bis du meine tollen Sachen siehst, Annabelle. Das sind wirklich alles wahre Schätze. Wo ist denn Süßholz geblieben, Phantom? Ihr wart doch beide zusammen. Sie hat gemeint, es wäre besser, wir würden uns trennen. Aber ich wette, dass Süßholz nicht trotzdem noch gewinnen. Wenn sie rechtzeitig zurückkehrt. Und da kommt sie ja. Und schaut hin, wenn sie mitbringt. Oh, was machen denn die Buschwolligen alle hier? Die gehören ja wohl nicht zum Spiel. Doch, sie gehören zum Spiel. Sie sind nämlich das letzte Rätsel. Das glaube ich nicht. Was? Unmöglich. Ich gratuliere, Süßholz. Du hast das Spiel gewonnen. Du hast herausgefunden, dass die Buschwolligen etwas sind, was eins ist, selbst wenn es viele sind. Gratuliere! Herzlich Glückwunsch! Jawohl. Haut mir ordentlich rein. Oh ja, Eiscreme. Reinhauen. Oh. Ja. Eiscreme ist zum Essen und nicht zum drin herumplanschen. Alles kapiert? Was sagst du? Eiscreme ist zum Essen da? Oh, nicht zum Planschen. Ja, tut uns sehr leid, ja. Entschuldigung, wussten wir nicht. Haben wir nicht gewusst. Macht gar nichts. Es ist vollkommen in Ordnung, wenn ihr Dinge tut, wie ihr sie kennt.